Alright, Leute. Willkommen zurück zu Reactions. Wir reagieren heute auf Standard-Skill und höchstwahrscheinlich auf Valve. Und Leute, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, ne? Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Let's go, Leute. Ja, hallo, ich starte am Start heute mit einem neuen Video und zwar heute gibt es die Random Skin Challenge zusammen mit SU, Leute. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Und zwar, ihr seht, ich habe hier einen Haufen Skins und legendäre Skins habe ich, epische Skins, rote Skins, alles drum und dran. Und wir werden jetzt wie folgt machen. Wir werden jetzt hier im Spind auf zufällig stellen und dann werden wir irgendeinen zufälligen Skin bekommen. Und dieser Skin wird die Farbe unserer Waffen bestimmen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen legendären Skin bekommen, Leute, dürfen wir nur legendäre Waffen spielen. Und wenn wir einen epischen Skin bekommen, dürfen wir nur epische Waffen bespielen. Und bei den blauen und roten Skins dürfen wir nur exotische Waffen spielen, Leute. Also der Krass. Skin bestimmt heute, welche Waffen wir in Fortnite nutzen werden dürfen. Und zwar, ich werde jetzt auch zufällig stellen, Leute. Und dann geht's ab in die Runde. Alarm, Alarm, Leute. X-Mas Special von Gamers Only ist jetzt gestartet, Leute. Das Ganze läuft nur bis zum 30.12. Also ihr solltet auf jeden Fall schnell sein. Es gibt richtig dicke Rabatte auf sehr viele Produkte. Und er ist jetzt endlich wieder verfügbar, Leute. Mein All-Time-Favorite-Vitamin-Drink. Besonders jetzt für die kalte Jahreszeit und allgemein, Leute, wenn ihr fit mit Vitamin ausgestattet sein wollt, gönnt euch das. Das Ganze ist ohne Koffein, kann sich jeder von euch bestellen. Müsst, ist meiner Meinung nach Must-Have, Leute. Dann, wichtige Aktion auch noch, es gibt hier neue Probierpakete, die ihr euch auch bestellen könnt. Also, falls ihr nicht wisst, welche Sorte euch am liebsten schmeckt, ich kann euch immer empfehlen, Leute, Zitrone bei den Vitamin-Rings und bei den Performance-Rings, Leute, ganz klar Pfirsich und Kirsche. Meine All-Time-Favorites, Leute, gönnt euch diese krasse Rabattaktion erst mal läuft an der Stelle bei Standi. Klicken. Und für die Cleveren mit dem Code STANDARDSKILL gibt es auch nochmal oben drauf 10% Rabatt. Seid schnell, Leute, der war letztens so schnell ausverkauft. Abwarten. Du hast den Schlafmützen-Skin, Bro. Ich glaube, der ist episch, ne? Ich glaube, meiner ist auch episch. Ich bin mir nicht sicher. Doch, beide. Guck mal die Füße an. Die Füße sind genauso eklig wie Stanis Füße. Pfui. Bro, du bist mein Zehner. Geh mal aus dem Weg, Junge. So, Leute. Nee, episch. Dicker. Ganz einfach. Ich weiß, wo epische Waffen sind. Nämlich hier. Alles lila. Ey, das episch. Kann nicht sein, okay, ne? Episch. Nein. Die Aufgabe wird wie immer sein, der Gewinner. Hey, wo hat er den krassen Gleiter denn her? Und die Runde gewonnen hat, wird entscheiden. Ich muss hier weg. SU down. Zum Glück sind das Bots. Denk dran, dass dein drittes Mal 5 Minuten hast du automatisch verloren. Ich hab nicht einmal 5 Minuten Regelung gemacht, Bro. Ja klar, hä? Was laberst du für den Müll? Hä? Haben wir einmal 5 Minuten Regelung gemacht? Hey, Alter, ich dreh gleich durch, Junge, natürlich! Wann haben wir heute einmal 5 Minuten Regelung gemacht? Ey, nee, pass auf, ich höre dich wirklich auf. Nee, jetzt mal ernsthaft, ich war. Erste Runde direkt hast du 5 Minuten Regel gemacht. Nee, wir sind doch nicht mal rausgegangen, wir haben doch zu... Hä, bist du dumm? Du hast doch selber gesagt, das zählte 8 Minuten waren wir schon drin. Du hast gesagt, 5 Minuten Regel. Jetzt keine Widerrede mehr, Leute, jetzt geht's hier weiter hier los. Hä, Alter, wie dumm bist du geworden? Macht schon wieder leider sehr unfaire Taktiken und sagt hier wieder irgendwie... Oh nein, das ist blaue Waffe. Dann habe ich, wenn überhaupt, einmal gemacht, aber du hast da selber gesagt, das zählte nicht, weil wir schon länger als 5 Minuten drin waren. Bitte, kannst du mal aufhören, hier Humbug zu erzählen? Dankeschön, ich möchte einfach nur meine Zero, Challenge machen. Oh mein Gott, Zero, wie immer natürlich 500 Euro, die ich hier SU erleichtern werde. Wenn ich SU euch irgendwelche Geschichten erzählt, sind das Lügengeschichten. Das möchte ich mal anmerken. Lüge. Ich will mal kurz gucken, was der verkauft. Ja, Leute, SU erzählt gerne irgendwelche Lügengeschichten. Das ist halt normal. Ne? Das bringt alles nichts. Da kann er ruhig erzählen, was er will, aber das ist mir auch egal. Bro, du erlaberst wieder nur so viel Müll, Digga, ne? Das ist schon eklig, wie viel Müll du wieder laberst. Ich hab meine erste epische Waffe. Bam! Let's go, Leute! Jetzt geht's los hier! Kann es sein, dass du dumm geworden bist? Erste epische Waffe habe ich. Erste epische Waffe ist durch. Fertig ist. Jetzt hol ich noch die zweite hier aus dem Teich raus. Digga, der Arzt zählt mir so viel Müll einfach. Der Beste! Das stimmt halt einfach. Abgehoben ist auch noch. Aua. Also von so einem Verhalten sollte man sich echt distanzieren. Krass. So, Freunde, das Ding ist, selbst wenn SU jetzt down ist, SU gönnt nicht. Die müssen einfach nur die Runde gewinnen. Oder halt, wenn SU auch im Endfight ist, entscheidend, dann SU Skill Level wirst du hier nicht gewinnen ohne mich. Das ist schon klar, oder? Bitte sei ruhig, dankeschön. Du warst mal damals ein guter Freund gewesen. Du aber warst jetzt mal ein guter Freund, aber obwohl, eigentlich kann ich dich nicht mal als Freund bezeichnen. Das hatten wir ja schon mal. Du warst nie ein Freund, leider. Weil du immer egoistische Zwecke hattest. Das ist schade. Immer ging es nur um 20er-Bombs. Ich sollte hier die ganze Kills-Vorlage machen und dann hast du KS.
Nur darum ging's dir doch die ganze Zeit schon immer. Bin wieder da, ohne BH. Lügt doch nicht. Oh Leute. Immer ein BH. Oh Leute, gegen die sollten wir uns lieber nicht anlegen. Gegen diese IO-Troppen. Troppen. Die sind mir dann doch ein bisschen zu heftig. Aus dem Tropenwald. Einfach aus dem Tropenwald. Weil oh mein Gott. Okay, wir haben gewonnen. Mit Ansage, Leute, wenn ich das Ding verliere, dann bin ich einfach nur geistig stumm. Dann bin ich wirklich schlecht. Alle mal bitte TikTok machen. Wenn er das verlieren sollte, ist er wirklich schlecht und er wird das verlieren. Bro. Alle TikTok ready machen. Ihr könnt schon mal den Anfang reinballern und dann das Ende, wie er verliert. Ja, ja. Ich weiß dann nicht, gegen wem du das hier... Gegen wem. Für alle, die jetzt ein virales TikTok-Video haben, dann müssen die Szene von Shani rauspacken. Genau so und dann einfach bei TikTok abholen. So, ich werde jetzt einfach meine ersten Kills machen. Das ist ganz entspannt. Und der Weihnachtsmann hat natürlich auch noch ein paar leckere Waffen für mich hingelegt. Das schmeckt. Dankeschön, Herr Weihnachtsmann. Herr Weihnachtsmann, ich hab dich lieb. Na, 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 na. Herr Weihnachtsmann! Wie viele epische Waffen hast du denn, bitteschön? Bro, das geht dich nichts an. Was hat der denn für uns, Leute? Das geht dich nichts an. Oh, Belohnung, Leute. Das werde ich doch gerne machen. Was muss ich da machen? Klo? Könnt ihr euch einfach dieses Lied. Dieses Lied ist cool. Nicht so wie Stanley. Pfui. Dreckig. Ja, Lofty. Davon würde ich mich auch fernhalten. Bam! Let's Was go! Freut der sich Bam! Game Changer ist da. Das war's, Leute. Die Runde ist gelaufen. Das war's, SU. Ich habe 2 epische Waffen. Bro, schön für dich. Sieger Livestream. So sehen sie aus. Dem muss ich erstmal wirklich Manieren beibringen. So sehen sie Bro, ich würde ja verstehen, würdest du wirklich gewinnen und das Ding, aber das Ding ist, du hast halt eine große Klappe. Bro, ich sing gerade erstmal wie Sieger. Große Klappe, nichts dahinter. Ich sing gerade erstmal so, dass die Leute wissen, wie Sieger überhaupt aussehen. Was ist, was ich meine? Weil Sieger sehen wie du aus, oder? Nein, ja, wenn sie dich sehen, sehen sie halt Verlierer. Oh Leute, hier ist der erste Kill, den ich mache. Wo ist er? SU gleich down. SU immer noch keine Waffe. Das ist wichtig. Wo ist der Typ? Hier war er irgendwo gewesen. Wo ist er? Bam, erster down. Erster Kill für Standardskill. Das schmeckt zum Frühstück. Dann sind die nächsten Gegner, die wir uns holen werden. Vielleicht hat er noch eine epische Waffe dabei. Er hat noch eine epische Scar dabei. Oh mein Gott, Leute. Game Changer. So, den nächsten Kill holen wir uns, Leute. Der rennt gerade weg. Jetzt hat Shani die Glow. Eine Waffe? Hallo. SU wird gekillt. Oh mein Gott. Oh, SU kriegt Big Damage. Nein! Let's go! Guck mal, wie eklig der Junge ist. Der KS mich im letzten Moment. Wie eklig ist der Junge? Bro, bitte? Du hast ja richtig wenig Leben. Krass. Also, das war wirklich gerade eklig, Digga. Ja, da warst du einfach mit deiner ekligen Aktion, Bro. Danke zu langsam. Krass. Bro, ich hab 2 Kills. Die hast du schon? Bro, menschlich gesehen bin ich echt von dir enttäuscht. Krass. Wie SU sich gegenüber Stani auslässt, oh mein Gott. Denkt sich auch so, Alter, kein Bock mehr aufs Leben, ey. Oh, Stani hat gut geholt. Oh, Stani Big Damage kassiert. Oh. Stani, da will ich ein bisschen aufpassen. Leute, scheiß drauf, ich save das Ding, Leute. Ich save das Ding. Er hat einfach noch einen Rift gehabt, der eklige. Ich save mir das. Ich hätte ihn vielleicht klappen können. Ich hätte ihn vielleicht geholt. Vielleicht aber auch nicht, Leute. Der hat einfach noch einen Rift gehabt, der eklige. Das Risiko werde ich nicht Dieser eingehen. Eklige Mensch hat noch einen Rift gehabt. Wie sich das anhört, dieser eklige Mensch. Ich hab überlegt, zum Glück noch zu riften. Jetzt haben wir den noch. Das passt doch auf.
Ist doch auch geil, Digga. Hier wird der Weihnachtsmann so schön dich überraschen. Krass. Weihnachtsmann, ich hab dich Warum richtig doll lieb. Warum bist du nur so eine Frau? Ich hab so den Weihnachtsmann lieb, Leute. Warum bist du nur so schlau? Ich hab den einfach lieb, er ist einfach geil, Leute. Geil. Danke, Weihnachtsmann, für diese nette Überraschung. Wunder, dass die Gegner das nicht gedownt haben. Bro. Hast Karma kassiert? Da war gar nichts Karma dabei, Leute. Das war alles. Hast Karma kassiert? Plan. Ich wollte die Gegner auf SU lenken, dass die SU killen. Das war mein eigentlicher Plan. Ist er wieder mit seinem. Weihnacht. So. SU, wie viel Waffen hast du denn schon? Das geht dich nichts an. Wusstet ihr eigentlich, dass mein zweiter Name Panzerknacker ist? Panzerknacker-Skill. Let's go! Nein, ich muss sie killen, damit ich die Waffe bekomme. Oh, SU. Lass mich in Ruhe. Apune. Nein. Oh, nee, Leute. Oh, was macht der denn da? Warum der Nullfisch? Warum nicht Rissfisch? Hä? Okay. Der ist einfach runtergejumpt. Danke. Okay, der hat gar nichts mehr gehabt. Oh nein, Leute. Hier geht die Post ab. Da geht richtig die Post ab. Oh, ich spiele defensiv, Leute. Ich mache jetzt gar keinen Aufhält oder sonst was. Nee, du. Das machen wir nicht. SU hat noch nicht einen Kill, der hat nicht mal eine Waffe, Freunde, deswegen kommen wir hier auf Rentnerbasis. Ich muss einfach, wenn wir jetzt die Runde gewinnen. In der ersten Runde hat er wirklich nicht einmal solche Töne gespuckt, weil er einfach richtig hart verkackt hat. Und jetzt, weil ich keine Waffen habe, freut er sich so wie ein Keks. Ja, freu dich nur. Ich muss hier dringend raus. SU, geh doch geradeaus lang. Ganz, ganz schwieriges Thema gerade, was hier passiert. Ganz kritisch. Da pushen die jetzt, wenn gepusht gerade, Leute. Läuft an der Stelle. Ich weiß von nix, außer von den dicken Schildkränken, die ich gerade habe. Na, hör mal. Oh, da geht richtig die Post ab. Ich probiere welche abzufangen, Freunde, das wäre Jackpot eigentlich. Wenn wir die du hast zwei Kills, können. Oder? Ich habe zwei Kills, das ist richtig. Oh, alles drinne. Oh, die haben mich gesehen. Oh. Warum hat denn der eine nicht. Put, Stanni. Oha, was passiert denn hier? Zone, Leute. Ja alles in die Luft. Zone, Leute. Da müssen wir los und SU macht ihn wieder da nach. Da müssen wir los und da macht der Stanley mir nach. Oh nein. Oh no. Oh no. Zeig, wie gut du bist, Bro. Zeig, wie gut du bist. Ist doch easy, Klaxi für dich, die zu killen. Nimm doch nicht meinen Stein. Bro, was? Hier ist die Hölle los. Hilfe. Gar nichts gut, Leute. Nichts gut. Ja, er trifft da durch. Nichts gute Plan. Ich woanders hingehen. Ich bin tot, Leute. Camping. Ich bin Camper. Oha, wo ist Stani? Ich bin einfach Camper aus Leidenschaft. Ah ja. Stani läuft bei dir? Ich bin einfach Camper. Ich hab schon zwei Kills und muss hier eine Tür machen. Das ist einfach geil, weil es mir so viel Leute, Spaß macht. Es ist so wichtig, dass Stani verreckt. Nein, es ist er so muss wichtig, verrecken. Dass du verreckst. Bro, wenn ich verrecke, dann ist doch egal. Ich hab ja eh keine Waffen. Du musst verrecken.
Wichtig. Sehr, sehr wichtig hier. Game Changer. Wir leben noch. Leute, die Fight Night. Der schreibt auf mich! Ich muss noch Metz finden. Da ist noch alles drin. Die Runde sieht zwar verloren aus, aber sie ist noch nicht verloren. Glaubt mir. Wenn ich jetzt nochmal hier gut Materialien finde, dann war's das hier. Dann werde ich das für mich entscheiden. Ich brauche halt nur fürs Endgame ein bisschen was. Nicht viel. Ich brauche auch nicht übertrieben viel. Den 1, 2, ich muss halt gutes Aim haben, direkt weglasern, easy peasy lemon squeezy. Ich bin so am Arsch, Leute. Es wird auch wiederbelebt, da wurden Leute wiederbelebt. Das ist sehr interessant. Ne, ich werde jetzt hier auf gar keine Risiko weiter eingehen. Wir werden hier bleiben. Da ist ein Busch, Freunde. Den können wir noch mitnehmen. Können wir noch mitnehmen. Ja. Mitnehmen. Guck mal, mein Glück wieder. Oh! Ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ist so. Oh, die pushen, Leute. Die pushen. Warum pushen die mich denn überhaupt? Das sind viele Leute. Die pushen eine SU. Ist das noch ein Vierer-Team? Ich bin tot! Ich glaube, das ist noch ein Vierer-Team, ne? Kann das sein? Warum mich? Ich hab doch gar nichts! Das Vierer-Team noch, ne? Okay, mal gucken, ob Stein das gewinnt. Auf gar keinen Fall wird er das schaffen. Wenn er das schafft, heftig. Er muss gewinnen. Er muss gewinnen. Er muss vier Leute besiegen. Ich muss einen killen, die Metz haben und dann easy. Ah! Komm schon, bitte warum? Oh mein Gott, die Spitzhacken ihn sogar! Ja! Ja! Er will 1 gegen 1, er will 1 gegen 1, okay, komm. Komm jetzt, komm jetzt. Das ist ein Screensnapper. Komm jetzt, komm jetzt. Drop Metz, damit die checken, dass du keine Metz hast. Dieses Gefühl, wenn man eins mit dem Spiel wird. Technik, die so richtig Spaß. Lasst mich gewinnen! Lasst mich gewinnen! Lasst mich gewinnen! Dann habe ich gewonnen 500 Euro! Lasst mich doch. Ja! Lasst mich gewinnen! Lasst mich gewinnen! Guck mal, wie eklig das ist. Er gewinnt mit String Sniper. Hier, guck mal, was für ein Schenkel. Das sage ich gar nicht. Ich, mehr. Ich bin doch der Zehmer. Der Zehmeister bin ich doch. Digga, du bist einfach nur String Sniper, Junge. Mach doch dein 1 gegen 1, wenn du dich traust. Mach doch dein 1 gegen 1, wenn du dich traust. Let's go! An die String Sniper. Mach das 1 gegen 1 gegen ihn. Nicht 1 gegen 1! Wir sind doch Freunde! Mach das 1 gegen 1 gegen ihn! Ich hab euch lieb! Traurig. Digga, sind einfach Ehrenmänner. Okay, Bro, wenn du so einen Sieg haben willst, traurig. Das sind einfach wirklich. Ehrenmänner. Wie ehrenlos er einfach gewinnen will. Aber okay, Bro. Wir haben dir sogar ein 1 gegen 1 angeboten. Du willst aber auf ehrenlose Art und Weise gewinnen. Ey, lass meine Freunde in Ruhe. Ich lass deine Freunde in Ruhe. Lass bitte meine Freunde in Ruhe. Ich muss mich gerade hier mit ihm unterhalten. Ich bin ein süßes Bärchi.
killt mich. Wenn ihr mich killen wollt, killt mich. Wenn ihr mich wirklich killen wollt, dann killt mich. Aber wir sind Bros, das müsst ihr wissen. Wir sind Bros. Wenn ihr mich killen wollt, killt mich. Ich hab den Bananenausweis. Ich hab den Bananenausweis. Ich darf das. Ihr, danke, dass ihr mich aufgenommen habt. Großer No-Skin. Dankeschön, dass ich hier dabei sein darf. Das ist mir eine große Ehre. Und jeder, der mich hier gewinnen lässt, den... Oha! Noch nie Crossout gespielt? Dann ist es jetzt an der Zeit. Crossout ist ein kostenloses Actionspiel. Was? Du hast verloren, Digga! Hä? Der hatte doch, du hattest 100 HP. Wie hast du das verloren? Karma, Bro, Karma, aber wie hast du das verloren? Bro, du hast das einfach verloren, Digga, die haben die... Schade. Der arme Standi, Alter, ich fühl mit ihm. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Video. Let's go, Evalfa.de hier. Ja, Leute, was geht ab? Ja, was geht, Evalf? Herzlich willkommen Moin, zu Meister. Der wohl letzten Fortnite-Mörder-Folge für dieses Jahr auf meinem Kanal, Leute. Okay. Ihr seht schon im Hintergrund, wir haben heute eine ganz besondere Map dabei. Und warte, bevor wir jetzt überhaupt reden, erst hat's da mit MBK, was geht? Was geht? Und Leute, weil ist eine Special-Folge. Ist wirklich die letzte Folge dieses Jahr. Und deswegen hat sich Odemon etwas Besonderes für die Antwort ausgedacht. Deswegen mit dabei, Odemon, bitte. Komm in den Busch, mein Kleiner. Guck mal, ich hab hier Süßigkeiten. So. Ja. Komm rein. Ja. Dreh dich um, ich schieb dir die Zuckerstange in den Arsch. Ah! Ja, Leute, das ist doch gelohnt zu warten. Und zusammen mit Stefan, der auch was vorbereitet. Yeah, wir kommen mal mit dem Angelcamp. Wir fangen an. Let's go, Leute. Tim. Und Leute, ich will noch ganz kurz am Anfang des Videos richtig stellen. Vor ein paar Tagen habe ich euch ja meinen neuen Gaming-Stuhl, den Trust GXT 712 Resto Pro gezeigt, von meinem Partner Trust Gaming. Und da habe ich, warum auch immer, ihr seht es gerade im Hintergrund eingeblendet, da steht ganz deutlich GXT. Ich habe die ganze Zeit GTX vorgelesen, ich meinte GXT. Deswegen, ja Leute, ich wollte es noch mal ganz kurz klarstellen. Aber trotz alledem, vielen, vielen Dank an Trust Gaming. Der Stuhl ist einfach eine absolute Legende. Checkt den gerne mal ab, Leute. Ich habe ihn euch ja in dem YouTuber-Bart-Video vorgestellt. Der besteht komplett aus veganem PU-Leder und hat sogar Wildleder-Optik. Akzente und hat einfach übertrieben krasse goldene Bestickung. Also echt nochmal vielen, vielen Dank. Das ist wohl wahrscheinlich der krasseste und geilste Gaming-Chair, den es überhaupt gibt. Deswegen Kuss, dass Trusten mir den schon vor Weihnachten zugeschickt hat. Falls ihr Bock habt, ich verlinke den euch nochmal in der Beschreibung. Schaut gerne mal vorbei. Aber jetzt weiter mit dem Video. Und Leute, wir haben komplett vergessen zu erwähnen, wir spielen heute, by the way, auf einer schwarze Loch, also Black Hole Map in Fortnite. Ihr sitzt im Hintergrund an der Stelle. Kuss geht raus an das Bauteam. Die Map ist halt einfach so aufgebaut, dass dieses schwarze Loch in der Mitte alles in sich reinsaugt und insgesamt nur noch 4 Inseln übrig geblieben sind. Wir haben halt quasi die Chance, auf diese 4 Inseln drauf zu gehen und da gibt es verschiedene Verstecke, Geheimgänge, dies, das. Also die Map ist wirklich sowas von krass. Denn jedes Mal, wenn man irgendwie runterspringt von der Insel, landet man in einer Schaltzentrale. Von da aus kann man dann auf die verschiedenen Inseln gehen. Mit einer Besonderheit, man kann sogar sehen, wie viele Leute noch leben und auf welcher. Spiele jetzt War Thunder. Messe dich mit Millionen Spielern in massiven Schlachten auf. Nö. Insel sind. Und ich glaube, das wird einfach übertrieben krass, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir labern nicht lang drum. Wir starten rein und let's go. Okay, Leute, ich würde sagen, ich bin bereit, seid ihr auch bereit? Es ist die letzte Folge. Ey, heute muss richtig krasse Sachen passieren, okay? Alle nach oben gucken. 3, 2, 1, let's go. Jo, wie viele Waffen? Ey, ich schwöre, alles Bruder, cool. Ich habe auf die Waffe geaimt. Jemand hat sie gegessen, Digga. What the fuck? Es liegt einfach, warte mal, ist die Mörderwaffe noch drin? Vielleicht guck mal in Ruhe durch.
Warte, lass mal gucken. So viele, was? Junge, ist so viel. Nee, die müsste wegschreiben. Ey, aber Real Talk, erst, also wenn jetzt, ohne man muss jetzt in der letzten Folge für diese, er muss Mörder sein. Es geht gar nicht anders. Es geht halt echt nicht anders. Wir sind jetzt hier, by the way, in der Schaltzentrale. Warte, wir gehen jetzt erstmal in die Lootboxen. Da geht nämlich jetzt jeder rein. Und geht nicht in eine, ganz wichtig. Dann drücken wir einmal drauf und ihr seht schon, Leute, wir bekommen jetzt direkt unsere Steinschusspistole, denn das System erkennt quasi von selber, ob man Mörder ist oder nicht. Und danach geht man dann hier in die Mitte und kann jetzt sich einfach selber teleportieren. Also es gibt insgesamt 4 Inseln und ihr seht sogar, da ist so eine kleine Null. Wenn ihr da jetzt drauf geht, sieht man sogar, ob da Spieler sind. Es ist absolut krank. Und ich würde sagen, ja, dann jeder geht auf eine Insel, der Stelle. Oder sollen wir... Ja, jeder kann hingehen, wo er will. Let's go. Safe. Hallo? Hi. Boah, es ist so krank gemacht, Alter. Tschüss. Zu wild. Okay, so. Also, Regel Nummer 1 in Fortnite Mörder. Wir stellen den Sound hoch. Denn wir müssen ja hören, wenn Odemon Piqué plötzlich. Alter, ein Schnauzer. Sag's ehrlich, ne, wenn du kein Mörder bist diese Runde, dann starten wir die Runde einfach wieder neu. Einfach als Abschluss. Okay. Ich werd direkt verfolgt, Digga. Wer ist das? Digga, die Map ist so krank. Wer ist das? Digga, ich spring runter. So ruhig, Jungs. Hallo, ich Lukas. Weiß nicht, wer ist das bei mir? Bei Lazy Lodge oder wie das heißt? Also irgendwer macht hier übel Hackmax. Ich werde komplett verfolgt. Ich sag's euch ehrlich. Ich sag dir ehrlich, den Schlüssel hier zu finden wird das absolut schwierigste in meinem ganzen Leben, Digga. Ja, man. Nee. Das Ding ist, guck mal, wir sind zu dritt auf einer Insel. Ja. Ja. Ich gehe jetzt direkt ins schwarze Loch. Man kann einfach runterspringen und landet im schwarzen Loch. Tschüss, Junge. Ist so krass gemacht. Und ich gehe direkt auf eine andere Insel. Wer war gerade alleine? Wer war... Wir waren zu dritt auf einer Insel gerade. Ich war alleine. Du warst alleine. Ich war alleine. Gut, dass du es sagst. Ey, wieso? Das macht dir doch jetzt nichts Hass. Nee, ich sag nur. Das macht mich nicht Hass. Das ist meine Insel. Auf welcher Insel warst du? Aus dieser Space-Insel. Aber ich habe ein Problem. Ich komme vom schwarzen Loch nicht mehr weg. Hey, wie? Was? Wo bist du denn? Ich bin doch im schwarzen Loch drin und ich... Komm hier nicht weg. Ganz unten? Ja, ganz unten. Hey, wie kann man denn da rein? Ich werd nicht tapet, Bro. Wow. Bring mal auf den Rand vom schwarzen Loch. Bin ich. Es geht nicht. Ich bin auch runtergerutscht und so. Warte, ich komm auf das schwarze Loch. Warte, ich komm jetzt. Ich seh dich nicht. Ah doch, ich seh dich da runden Dingen. Guck bei mir. Ich bin auch da. Ich werd tapet. Ja. Hä? Ich kann dich da rumlaufen sehen. Hey, Hunter, kann man da irgendwie rein? Ja, normal musst du nur auf den Rand springen, weil das ein Auslöser. Ja, guck einfach, dass du es hinkriegst. So, Leute, ich würde sagen, wir suchen jetzt mal. Der Mörder muss, by the way, ja schon lange den Schlüssel versteckt haben. Deswegen, suchen wir den jetzt mal. Stefan? Ja, ich bin noch da. Wo bist du? Ich komme jetzt zu Tropical Tree Drops. Heißt das so? Irgendwie? Der ist hier bei Tropical. Der hat eine Waffe in der Hand, hallo? Das ist nicht die Steinschuss. Komm, ihr abhaut! Wer war das? Ey Leute, hört mal auf. Wo bist du denn? Ja, Junge, Tropical, warte, ich komm, Tropical. Ja, oh, warte. Das war Lukas, der Tropical war. Hä? Ich war nicht Tropical. Doch, ja, war Digga, ja. Wie random. Ich geh mal Space Station, da ist auch jemand. Wartet. Hey, Space Station. Ich bin Space Station. Hier, was geht? Ja. Zeig mal dein Inventar durch, bitte. Ja, warte, ich schick ein Bild in WhatsApp, Digga. Ey, eben war das genauso. Ich war bei Stefan, ich war ganz zu reden und der gibt mir einen Schuss. Geh weg. Ja. Ey, wenn ich jetzt sterbe, ist es Stefan. Junge, Stefan, ich werde dich einfach abstechen. Mach keinen 31er. Oh, man kann hier hoch, wie geil. Da kann ich dich guck mal, wie krass das gemacht ist. Boah, lol, warum kommt... Tschüss. Ey, ich freu mich grad voll und guck mich. Wer war hier da rum? Oha, der hat geschossen. Stefan? Ich lebe noch, hallo. Hey, Stefan und ich sind zusammen, Mirkan. Du bist so schlecht. Hätten wir dich gerade umgebracht. Oder warte mal! Warte, ey, leise! Odemon! Odemon lebt! Nein, das war ey! Ich hab ihn nicht gekriegt! Da ist jemand vor! Da ist jemand, wer ist das? Mirkan, bist du das? Ich bin runtergesprungen. Hä? Ich bin bei den UFO. Hä? Ist bei euch noch einer? Odemon lebt noch. Safe call, Odemon lebt noch. Stefan? Run. Ja, ach, Lukas, du bist so schlecht. Er spielt wieder Dings, Digga. Er denkt wieder, er spielt Warzone im Portal und kennt alle direkt. Hier wieder. Bin ich! Da, das bist du! Hey, warum springst du so hoch? Wer ist das? Weiß nicht, das bin ich. Hä? Wie hast du das gemacht? Digga, ich hab irgendwie Angst vor dir. Ich hab irgendwie Angst vor dir, ich sag's ehrlich. Nein, ey, wenn ich jetzt sterbe, ist Mirkan. Odemon lebt eh noch.
Oh, du machst. Oh! Ja, Mörder, er ist hochgesprungen. Hä? Hast du gesehen? Nee. Hä? Was geht ab auf einmal? Hä, warum kann man. Warte mal, ganz kurz, bleib mal stehen. Ja. Wo warst du gerade? Hände hoch. Das juckt mich nicht. Halt Digga, ich hab mal wieder die ganze Welt rasiert. Digga, so ein Ding ist es. Hast du wirklich jetzt, weil die Map nicht funktioniert hat, hast du wirklich die, mich jetzt so hops genommen, Digga? Er hat mich einfach hops genommen. Und dann unten im schwarzen Loch. Ich komm nicht hoch. Ich schaff's nicht. Ich einfach ohne Mann. Von oben im schwarzen Loch abgeknallt. Guck, da liegt die Waffe. Das Ding ist, ohne Mann, man hat's gar nicht gesehen. Ich hab am Anfang voll veraimt. Ich hab die ganze Zeit auf sie drauf geschossen. Ich hab nicht getroffen. Das war so schlecht. Aber egal, Leute. Erste Runde als Mörder, somit erfolgreich. Oder ich nenn's eher easy geschafft. Deswegen, ich würde sagen, wir starten die zweite Runde, Leute. Und let's go. So, Leute, okay. Letzte Runde. Das ist jetzt wirklich die letzte Runde, auch für das heutige Video. Und ich würde sagen, seid ihr bereit? Oh, yes, go. Bitte werde ich nochmal Mörder. 3, 2, 1. Let's go. Ich muss kurz, Bruder, tut mir leid. Ist die weg überhaupt? Hier, warte. Ich muss gucken. Also irgendwer ist direkt zu der Lootboxen gegangen. Ich weiß nicht, wer es ist. Okay. Aber okay, das ist schon sehr, safe, sehr, sehr verdächtig. Ja, ist safe. Das war ich und jetzt, was willst du jetzt, Mann? Ja, wir werden gleich sehen. Wir können, aber ich glaube, nee, Odemann ist es. Das ist. Hä, warum ich? Tradition. Du musst es sein. Es gibt kein Mördervideo ohne dich. Piss dich, Alter. Okay, warte, wo waren wir eben noch nicht, Leute? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal. Drop a Kill waren wir. Hier waren wir auch. Tilted Towers. Okay, krass, da waren wir noch nicht, Leute. Das checken wir mal ab. Okay, Leute, let's go. Oha, Junge, wie krass das aussieht. Hä, wer ist das? Hä, einfach alle hier. Alle hier? Ja. Alle hier? Alle? Ja, gerade sind alle hier reingegangen. Ich habe es genau gesehen. Okay. 4 Leute auf der kleinen Insel. Das heißt, der Schlüssel, weil der Mörder hat hier nur eine Minute Zeit, er muss ja hier sein. Er kann nirgendwo anders sein. Eigentlich. Und warte. Ich weiß doch schon ganz genau, wo der ist. Pass auf. Wo? Ich brauche hier oben gar nicht. Man kann jetzt hier sich alle Häuser angucken, überall reingucken. Aber hier wird nichts sein, Leute. Ihr seht schon, hier sind auch teilweise krasse Verstecke. Aber der Mörder denkt wahrscheinlich, er ist ein ganz Schlauer. Aber nicht von mir, du kleiner Piesel. Pass mal auf. Komm, wenn Lukas jetzt wirklich den Schlüssel findet, dann ist Lukas Safe Call. Safe Call, Digga. Ich bin doch im Inventar, dann kann es gar nicht sein. Der ist nämlich hier runtergegangen. Und ich wette, weil jeder kommt hier unten an. Und springt direkt hoch zur Map. Ich wette, er ist in der Kanalisation. Ich kann's riechen, Digga. Seid ihr alle immer noch dort in der Stadt? Ja. Ich guck gerade in der Kanalisation alles. 3 Leute. Ja, hi. Okay, hab ihn. Was? Oh mein Gott, ich hab ihn. Nein. Digga, so schlecht. Wusste es. Ich schwöre, ich wusste es von Anfang an. Wo war das? Ich sag gar nichts, Digga. Ey, ich bin runtergefallen. Ich wusste ganz genau, wo. Wo bist du? Warte, ich bin jetzt gerade im schwarzen Loch und bin jetzt wieder in der Zentrale, mein Lieber. Oh, okay, Odoman ist hier. Odoman ist hier. Hä, hey, warte, Lukas, hast du den Schlüssel? Ja. Ich geh lazy los. Hä, hey, was? Ey, wo hast du den? Geht alle weg von mir. Real Talk, alle weg von mir. Ich bin schon bisschen. Ich vertraue jetzt keine mehr. Wo bist du denn, Lukas? Wo bist du? Weg! Ey, zeig erstmal. Nein, frag! Ja, wo bist du? Ey, Digga, ich zeig gar nichts. Der ist bei mir da in den Tannen. Der ist da versteckt. Ich. Ach, alles gut. Alles entspannt, Digga. Stefan, wo bist du? Ich bin mit Lukas. Ja, wo seid ihr weg? Ich bin gerade bei Lazy Lodge. Ich beobachte von hier einfach nur alles. Wo hast du den Schlüssel hier versteckt? Ich hab gar nichts. Hä, ich war in Tilted Town, Digga, am Anfang. Und du warst da auch, du. Oder der liegt in Tilted Town. Wer bist denn du? Wer bist er du? Er lag in du? Tilted Town. Was suchst du denn? Ich hab den Schlüssel. Ihr braucht den nicht suchen. Ach so. Ah! Ich hab den Mörder auf mich geschossen! Der Mörder hat auf mich geschossen! Ich schwöre auf mein Leben! Irgendwer! Der Schuss kam von weit weg! Nicht von Lazy! Also, Stefan, komm her, ich vertraue dir! Ja? Ja. Wer ist das da? Wer ist das? Zeig doch mal die Waffe! Zeig die Waffe! Ich hab die Waffe nicht! Also, ich hab. Zeig die Waffe! Ich hab die Waffe nicht! Ich hab die Waffe! Oh! Oh, er hat die Waffe! Warte mal! Nein, warte mal, weg. Warte. Stopp. Ich war grad, als Lukas gesagt hat, es schießt jemand auf mich. Ich war grad in der Zentrale und hab gesehen, es waren 3 Leute hier und ich war in der Zentrale. Du bist gerade eben gekommen, hab ich gesehen. Ja. Es muss. Hä? Bist du dumm? Digga, pass auf, ganz kurz, cut. Ey, der Schuss auf mich kam von weit weg. Und keiner kann nachvollziehen, ob du in der Zentrale warst. Wir waren zu dritt hier auf der Insel und du hast wahrscheinlich von irgendwo auf mich geballert, weil man mich gesehen hat.
Safe Call. Ich sage es Odoman, ganz einfach. Bro, guck mal, ganz kurz. Überleg, mein Aim und überleg. Ja, deswegen, du hast ja auch nicht getroffen. Ja, aber ich würde auch nicht mal versuchen zu treffen, Junge. Ich würde nicht mal versuchen zu schießen. Darf der Detektiv ganz kurz was dazu sagen? Ja. Lukas war hier, auf ihn wurde geschossen. Ja. Ich stand neben Stoiko, während geschossen wurde. Hat die fünfte Person geschossen, Odoman? Oh! Boom! Guck mal, pass mal auf. Das Ding ist, bleib hier. Ich bin aus Versehen runtergefallen. Ey, bleib zusammen, ich schwöre es euch, bleib zusammen. Bleib zusammen. Ich bin aus Versehen runtergefallen. Na, ach, du bist schlecht einfach. Wo ist Lukas jetzt? Hey, Lukas! Lukas, wo bist du? Alter, der ist doch nicht tot. Odoman war gerade die ganze Zeit mit uns hier, du kannst nicht tot sein. Er macht jetzt diesen, er beobachtet jetzt alles. Leute, die allerletzte Folge vor deinem Mörder dieses Jahr, ich muss mich totstellen, oder? Das machen wir immer. Das muss jetzt einfach sein. Einfach traditionsgemäß. Tradition hier. Also, danke. So Ding. Erstmal überlegen, bevor man jemanden verurteilt. Und guck mal, ich bin gerade in der Zentrale und sehe, einer ist bei Tropical Tree. Also ich Lukas lebt noch. Hey, jemand ist rausgegangen. Ich bin runter ins schwarze Loch, ich bin's gerade. Achso, okay, ich bin hier, chill. Okay. Also guck mal, wenn jetzt Lukas ist bei Top of the Trees und Mirkan ist bei Lazy Lodge. Ja, genau. So, das heißt, Lukas lebt noch. Warum soll sich jetzt Lukas totstellen, wenn ich mit euch bin, Jungs? Jetzt überleg mal. Also, Real Talk, ich habe keinen Schuss gehört. Also. Nee, aber das, was Lukas sagt, ist schon, das, was Odoman sagt, ist schon logisch. Ja. Ganz kurz, Jungs. Ganz kurz, ey. Nur kurze Frage. Wo hast du den Schlüssel nochmal gefunden? Es kann nicht sein, Digga. Wo war da der Schlüssel? Wo? In so Büschen versteckt. In Büschen? Komm mal bitte dahin. Zeig mal bitte, wo. Warte, weg. Ganz kurz, ey. Nur Mirkan und ich. Nein. Ich bin der Detektiv. Ey, wenn ich dich töte, ich schwöre, du kriegst mein Hausgeschenk. Ja, okay. Okay, komm, wir warten jetzt. Wir warten auch, okay. Zeig mir, wo der Schlüssel war. Es kann nicht sein, Alter. Ich hab hier alles abgesucht. Er ist der Mörder. Ich kenn Lukas. Sag, wo? Du redest ganz komisch. Sag, wo? Geh weg. Zeig doch, wo der Schlüssel war. Davon. Digga, du weißt schon länger. Hier war der? Ja. Da im Busch drin. Real Talk. Da hab ich nicht gesucht. Ich hab alles. Ey, guck mal, ich will's dir nur kurz zeigen, okay? Ich war ganz am Anfang in der Runde. Ich bin hier diese ganzen Häuser abgegangen. Komplett. Und hab alles abgesucht. Plus Kanal sogar. Aber wo ich nicht war, ist da vorne. Es ist Lukas. Ach, Digga, wenn ich Mörder wäre, du wärst schon längst tot. Das macht doch gar keinen Sinn, Junge. Weißt du, was Ding ist, Lukas? Was? Oh, jetzt stellt er sich tot. Ich höre ihn genau. Guckt auf die Anzeige, Gott. Er ist noch da. Und ich lebe auch noch. Ja, hier kann man sich echt nicht totstellen. Schmutz, Alter. Okay, einer ist zurückgekommen. Es war voll dumm, ich stelle mich tot, dabei sieht man ja, wer noch lebt. Aber warte mal ganz kurz. Ey, ganz kurz, okay? Wenn ihr denkt, ich bin Mörder, dann opfert mich. Okay. Oh mein Gott. Ey, was? Stefan, es ist... Ey, Stefan, verpiss dich, Digga. Digga, so ein 31er. Ich schwöre, so ein 31er. Ey. Hast du mich jetzt wirklich abgeschossen? Ihr seid... Hast du mich jetzt wirklich abgeschossen, Stefan? Ja, Junge. Warte mal, Stefan war Mörder. Er hat nicht getroffen. Ey, ich war nicht. Ich war Mörder. Ich schwör's. Hä? Ey, ich hab so gut gespielt und dann... Mirkan, was erschießt du Lukas einfach, du Hund? Ich sag aus Spaß, ja, dann opfert mich. Ich krieg einen Kugel in den Kopf. 2 Sekunden später ich, Digga. Ja, dann geil, ich würde mal sagen, damit geht doch geil, schönes Jahr an der Stelle zu Ende. Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall eine frohe Weihnachtszeit, ganz viel Zeit mit eurer Familie, Gesundheit und Glück und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Allmann angelehnt. Das ist ja auch wieder die letzte Folge Mörder. Ich will einfach mal Danke sagen, das ganze Jahr, die ganzen Mörderfolgen haben einfach übertrieben Bock gemacht. Danke auch an Stefan, mit dem ich eigentlich nur Kontakt habe, wenn wir Mörder spielen. Dankeschön, danke, Bruder. Ich küsse deine Augen, Digga. Nein, danke. Vielen Dank an der Stelle aber auch an die ganzen anderen Jungs, an Odoman, an Kid Mave, an alle, die dabei waren, außer Mirkan. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut da rein, macht's gut, schaut bei den ganzen Jungs vorbei, Link in der Beschreibung. Und nein, Spaß, halt auch vielen Dank an Mirkan. Wir hatten gerade 5000 Fails und Mirkan wollte seit wie viel? Seit einer Stunde wolltest du streamen. Oh, scheiße, Mann. Aber du kannst den Streamer noch starten, Bruder. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's wie immer gefallen. Gerne Abo-Button, Glocke aktivieren, nichts dazu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer gerne durch.
Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Ja. Für die, die jetzt noch die Zeit überwacht bleiben. Für die, die jetzt schlafen gehen, euch eine schöne gute Nacht auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss!